Hi, wir sind heute im Jugendkulturzentrum Pumpe in Berlin. Wir haben von der AKSB nämlich dort unser 70-jähriges Jubiläum gefeiert und unsere Jahrestagung abgehalten. Falls ihr es noch nicht wisst, AKSB ist kurz für Arbeitsgemeinschaft katholisch-sozialer Bildungswerke. Und wir vom Schwerpunkt Sozialstaat und Arbeitswelt wollten von den politischen Bildnern, die da waren, wissen, was wolltet ihr als Kind mal werden, was seid ihr heute alles und welche Berufe sollte es in Zukunft geben. Hier hört ihr Daniels Antworten. Also eigentlich wollte ich früher mal Feuerwehrmann werden, ganz am Anfang. Und dann wollte ich eigentlich vielleicht irgendwie was mit Deutsch machen und irgendwie, keine Ahnung, Dichter werden oder sowas. Und jetzt bin ich bei Kayo Coach und Projektentwickler und bin dabei eigentlich auch noch Flyer-Verteilmanager, Texteschreiber, Ideenbastler. Und welche Berufe es für die Zukunft braucht, vor allem welche, für die man vielleicht nicht unbedingt eine klassische Ausbildung machen muss oder ein Studium, sondern welche, die aus den Problemen der Praxis entstehen. Danke, Daniel. Ja, Probleme aus der Praxis. Was heißt das eigentlich? Das kann zum Beispiel Jugendarbeitslosigkeit sein oder auch die Frage, wie werde ich als junger Mensch dem anspruchsvollen Arbeitsmarkt gerecht? Darüber haben wir uns am zweiten Tag des Jubiläums mit Kayo e.V. ausgetauscht. Kayo ist ein Verein aus Berlin, der das Projekt Blitzjobs für junge Menschen anbietet. Unser Workshop an diesem Tag wurde von den Jugendlichen gestaltet und war somit auch ein Blitzjob. Mit unserem Workshop haben wir nicht nur die Thematik Blitzjobs, die Kayo e.V. anbietet, abgedeckt, sondern auch die Beratungsspiele. Gemeinsam mit den Jugendlichen haben wir Avatare entwickelt. Diese Avatare haben wir in verschiedene Szenarien gesetzt, die Alltagssituationen repräsentierten und in denen man Fairnessbildung aktiv mitgestalten konnte. Danach haben wir uns kurz mit den Jugendlichen ausgetauscht über ihre Lebensrealitäten und ihre Erfahrungen mit dem Projekt von Kayo e.V. Und wir konnten Danke sagen, dass die Jugendlichen mit uns politischen Bildnern politische Bildung gemacht haben. Danach haben wir uns Per und Daniel geschnappt und gefragt, wofür steht Kayo eigentlich? Kayo an sich steht für Verein für Chancengleichheit und Arbeitsweltintegration Jugendlicher. Mhm. Dabei verstehen wir uns auch als ein Innovationswerkstatt. Und wir haben gefragt, was genau wir eigentlich mit den Jugendlichen gemacht haben. Was für Möglichkeiten eröffnen die Beratungsspiele als theaterpädagogisches Forum für die Jugendlichen sowie für die Teilnehmenden? Das ist eigentlich eher die Frage, was haben die Jugendlichen mit euch gemacht? Mhm. Genau, im Vorfeld war es so, wir arbeiten anhand von Avatar, wir haben verschiedene quasi fiktionale Figuren und die haben bekommen dann quasi anhand eines Bogens, der ausgefüllt wird, genau, ein kurzes bisschen Leben und dann werden diese Rollen eingenommen und andere Rollen hinzugefügt und so Themen durchgesprochen. Und genau, für uns war jetzt heute das Thema quasi Fairness, Fairnessbildung, was gehört dazu, was ist da wichtig. Und in dem Kontext haben sich im Vorfeld die Jugendlichen Gedanken gemacht, okay, was kann das bedeuten? Und so Spiele entwickelt, die zunächst einmal gezeigt haben und die der Grund waren für eine Diskussion erstmal mit dem Plenum. Und dann, um es interaktiver zu machen, durfte dann auch das Plenum teilnehmen und zuhören. Und selber mitmachen und dann auch im nächsten Schritt selber mal Figuren ausfüllen und diesen ganzen Prozess auch vom Anfang ansehen und nicht nur das fertige Ergebnis. Wir wissen, es gibt viele Menschen, nicht nur junge Menschen, aber überhaupt Menschen, die sich dann ausgeschlossen fühlen, ohne extra ausgeschlossen worden zu sein. Aber nur durch diese Anwendung der Sprache fühlen sie gar nicht sich zugehörig. So, mit dieser Situation können wir nicht leben. Das ist nicht akzeptabel, dass wir es dann einen Beteiligungsprozess nennen, wenn nur ein Drittel oder ein Viertel überhaupt sich wohlfühlen und Zugang haben. Das war ein wichtiger Punkt für Entwicklung, diese Avatare, diese Beratungsspiele. In Beratungsspielen arbeiten wir eben mit Kunstfiguren, mit Fiktion. Da haben wir natürlich nachgehakt. Warum sind die Avatare für die Arbeit in den Beratungsspielen wichtig? Weil wir exponieren das Ganze hin zu einer Fiktionsebene, wo von vorne keine persönliche Begründung oder Ursachen quasi zugelassen sind im Rahmen des Spiels. Und das ermöglicht, dass die Menschen, die Schwieriges erlebt haben, nicht so gehört werden infolge das, was sie erlebt haben, sondern infolge das, was sie wissen und gelernt haben und erfahren haben. Weil jedes Mal man was Schwieriges durchleben, entsteht ja auch eine Erfahrung. Das heißt, Menschen,
die Schwieriges erlebt haben, können hier spielerisch, theaterpädagogisch an diese Szenarien rangehen. Und deshalb ist diese Herstellung von Wirklichkeitsbemühen der Situationen das A und O für eine angemessene Reflexion über Komplexität. Danke KIU e.V. für einen tollen Workshop. Nach den Workshops in den verschiedenen Schwerpunkten neigte sich das Jubiläum mit einem leckeren Mittagessen dem Ende zu. Mit 2 Tagen voller Inputs und neuen Ideen ging es für die politischen Bilderinnen wieder zurück nach Hause. In alle Ecken Deutschlands zurück. Vielleicht ja auch in deine Nähe.